Jo Leute, und herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog am 6.7.2018. Es ist schon 19.18 Uhr und ich moderiere jetzt erst an. Ich war in der Arbeit bis 16 Uhr, 16.30 Uhr, irgendwie sowas. Danach gleich ins Gym, jetzt gerade Cardio. Ich habe Push 1 trainiert, Kurzhantel Flachbank drücken und Cardio schon gemacht, ein bisschen länger heute. 7.969 Schritte jetzt. Und ich hatte auf dem Weg beim Spazierengehen so verdammte ultra kranke Cravings, also richtig, richtig extrem. Deshalb bin ich dann zum Edeka gegangen und habe mir das hier geholt. Hähnchenbrustfiletstück, 3 Packungen. Hat 23 Gramm Eiweiß, seht ihr, 150, also 450 Gramm Hähnchen. Hat zwar ein bisschen mehr Fett als meins, aber bevor ich Schokolade fresse oder sonst was, esse ich das, deshalb esse ich jetzt daheim kein Hühnchen mehr und kein Blumenkohl, falls ihr euch fragt, warum ich jetzt nichts esse. Erstens muss ich jetzt kurz mein Thumbnail machen für das heutige Video, das ich hier verlinken werde. Das kommt heute online. Und dann muss ich noch duschen, Instagram machen, Video bearbeiten und morgen stehen 2 Trainings an. Nochmal No Carb, genau wie heute. Und ja, ich bin fucking am Arsch. Es war richtig, richtig schlimm vom Training, als ich heimgekommen bin von der Arbeit. Ich schwitze ein bisschen, ihr seht schon, weil ich länger Cardio gemacht habe, nämlich 45 Minuten statt 30, damit ich noch ein paar Carbs verbrenne. Als ich heimgekommen bin von der Arbeit, war es richtig schlimm. Also ich habe keinen klaren Gedanken mehr fassen können. Ich habe nur noch an Essen, an Kohlenhydrate, an Süßigkeiten, an sonst was gedacht. Ich habe es nicht mehr gepackt, deshalb habe ich dann sofort mein Zeug gepackt, habe einen Kaffee getrunken, sofort mein Zeug gepackt und bin ins Gym gefahren. Und dann im Gym war es auch noch. Und dann während des Trainings ist es weggegangen und jetzt ist es Gott sei Dank weg. Ich bin glücklich darüber und ich habe es Gott sei Dank ausgehalten. Also es war haarscharf, dass ich was gegessen hätte, wirklich. Und es war noch nie so schlimm wie heute. Also noch nie. Ich hoffe, das kommt heute nicht mehr, das Gefühl. Ich habe mir jetzt eben, wie gesagt, das Ding gerade reingehauen, die Hähnchen. Und ich habe mir 0,5 Liter Cola Zero gekauft. Also ich hoffe mal, das ist jetzt weg. Ich sage euch jetzt kurz, was ich trainiert habe. Und dann mache ich das Thumbnail, dann gehe ich duschen. Und um 9, Viertel nach 9, sowas gibt es dann. Mein Händchen daheim mit Blumenkohl und das war's dann auch für heute. Ich werde keinen Whey Shake mehr trinken, weil mir aufgefallen ist, da der süß ist, stoppt es nicht meine Cravings, sondern macht es noch schlimmer. Also deshalb keinen Shake mehr, heute zumindest, morgen schon nach dem ersten Training, aber heute nur noch Händchen und Blumenkohl. Natürlich dann bloß 500 Gramm Händchen, 250 Gramm Blumenkohl. Also was habe ich gemacht? Ich habe Kurzhantel Flachbank drin gemacht, von 27,5, auch hier gesteigert. Bis auf 50 Kilo hoch, bis 40 Kilo gingen 8 Reps, habe mich richtig gefreut. Und dann bei 42,5 habe ich 7 Reps gemacht, also knappe 8, habe mich richtig gewundert, weil ich bin ja No Carb seit gestern. Also seit ungefähr 40 Stunden No Carb, mehr, 44. Und habe mich wirklich gewundert, dass ich das geschafft habe. Ich zeige euch den Satz hier. Kilo gemacht, ich glaube 5 oder 6 Mal, der Satz kommt hier. Jetzt kommen 5 Kilo, auch 5 Mal. Total krank, der Satz kommt hier. Habe ich noch mit 50 Kilo gemacht, 3 Sätze, 3x2 leider nur, also 2x2 und im dritten Satz waren es 4. Ich zeige euch den dritten und letzten Satz hier. Mit Spotter, aber 4 Reps sind 4 Reps. Mir egal, wie ich die erreicht habe, ich habe sie erreicht. Jetzt geht es mir ganz gut, ich bin glücklich, dass ich das Training durchgezogen habe, ich bin glücklich, nichts gegessen zu haben, ich bin glücklich, mehr Cardio gemacht zu haben. Und, oh ja, es kommen ja noch andere Übungen, sorry.
Dann habe ich Schrägbank fliegende gemacht mit Kurzhanteln. Ich habe ja gesagt, ich weiß nicht, ob ich auf 20 oder 15 Kilo runtergehe. Deshalb bin ich einfach auf 17,5 runter. Hier habe ich 6 Sätze gemacht. 5 mal 10 und im letzten Satz mit 20 Kilo, 1 mal 10. Ich zeige euch den Satz mit 20 Kilo hier. Hat sich gut angefühlt, habe mich gefreut, war nice. Dann, was habe ich gemacht? Genau hier 45 bis 60 Sekunden Pause, je nach Belieben. Bei Flachbank Kurzhanteldrücken waren es 60 bis 90 Sekunden, je nach Gewicht, Belieben und Gefühl. Und ja, nach meinen Fliegenden kamen dann Dips. 6 Sätze mit 10 Kilogramm Gegengewicht, so viel Wiederholungen wie es geht. 45 Sekunden Pause, ich zeige euch den sechsten Satz hier. Angefühlt. Ich habe, glaube ich, die ersten 4 Sätze 12 Reps geschafft. Ist ja gleich, wird leichter oder stärker oder beides. Ich weiß nicht. Dann habe ich 3 Sätze gemacht mit 30 Kilogramm Gegengewicht. 30 Sekunden Pause. So viel wie es geht. Ich zeige euch den dritten Satz hier. Hat sich auch gut angefühlt, mega Pump, mega brennende Titties gehabt, war geil. Dann habe ich gemacht Trizeps Extensions am Kabel, beidarmig mit der geraden Stange. Hier heute mit 72 Kilogramm, 6x8 bis 10 bis M, also maximal. Ich habe im letzten Satz 8 geschafft, deshalb darf ich beim nächsten Mal 80 Kilo nehmen. Ich zeige euch den letzten Satz und den sechsten Satz hier. Bis 45 Sekunden Pause, wieder je nach Belieben. Am Schluss waren es natürlich 45, am Anfang 30, aber das darf ich, das passt, ist gut. Dann haben wir noch gemacht Seitheben von 10 auf 20 Kilo hoch, 10 Kilo runter, Drops it auf 1. 9 Sätze, 30 Sekunden Pause, immer so viel wie es geht, war gut, aber schwer. Eigentlich hätte ich aber 15 anfangen müssen am Kurzhantel-Flachbanktag, aber ging nicht. Ich habe keinen Bock gehabt, ich habe es nicht geschafft und deshalb habe ich das so gemacht. Es war okay, es war gut. Aber ja, war nichts Besonderes. Dann habe ich noch 22 Sätze Bauch gemacht und dann noch 6 Sätze Schulterdrücken. Habe ich beides nicht gefunden, immer dasselbe. Kann ich mich nicht mehr steigern, weil ich in der Diät bin und schwach bin. War ein gutes Training, war ein gutes Cardio. Jetzt geht es mir gut. Ich bin glücklich, ich bin happy und mir geht's fresh. Ich freue mich auf morgen. Nochmal No Carb. Es wird ordentlich durchgezogen. Und dann wird am Sonntag geladen, vorm Fotoshooting schauen wir mal, wie das wird und wie die Fotos so werden, ich hoffe gut. Genau Leute, jetzt gehe ich, mache ich das Thumbnail, dann gehe ich duschen und dann sehen wir uns danach wieder. Hat sein Leute, bis dann, tschüss. Yo Fit Fam, was geht? Hallo, ich melde mich jetzt, ach meine Nase juckt. Ich melde mich jetzt auch mal wieder zurück. Es ist 23.02 Uhr. Wir gehen eher ins Bett. Ich habe 11.012 Schritte. Ganz gut für das, dass ich heute 12 Stunden arbeiten musste und 6 Stunden im Auto gesessen bin. Jetzt gibt es nur Vitamin C. Besser gesagt, das ist ja Zink und Vitamin C. Dann geht's ins Bett. Push-Training war heute gut. 1300 irgendwas Kalorien. Morgen nochmal. Okay, gut, dass ich morgen zweimal trainieren muss. Okay, aber das schaffen wir. Beine ein letztes Mal bei No Carb. Wird geil, wir geben alles und Pull. Dazwischen Cardio, nach dem zweiten Training dann Solarium, Cardio, Essen, Video, Instagram, ausruhen. Pinkeln, damit wir ein bisschen entwässern noch.
bisschen Tee schlürfen. Wird gut, ich freue mich drauf, Leute. Ich freue mich auf Sonntag. Form wird geil, aber da ich ja eh nicht verfette danach, sondern weiter cutten bzw. mich lean ernähren, aufbauen werde, werde ich eh nicht fett, sondern die Form wird danach noch besser als am Fotoshootingstag. Ist ja logisch, weil ich ja nicht gleich in die Erhaltungskalorien gehe, sondern Reverse Dieting machen werde. Halte ich zwar eigentlich nichts davon, aber da ich momentan bei jeder Übung stärker werde, selbst bei 1400 Kalorien, zwei Tage lang, gestern und heute, konnte ich heute die 50er wieder drücken und ich weiß nicht warum. Der Körper lernt einfach mit den Kalorien, mit den Nährwerten, die er hat, die jetzt weniger sind, besser umzugehen. Der verwertet sie besser, weil wenn ihr mehr isst, dann rauscht das Ganze einfach nur durch. Deshalb muss man auch gar nicht so viel fressen, um gut aufzubauen. Einfach so, dass man keinen Hunger mehr hat, dass man nicht verfettet, dass man langsam zunimmt oder gleich bleibt und dann natürlich ein bisschen zunehmen, sonst ist man ja nicht im Kalorienüberschuss. Und dann baut man auf und wird stärker. Und das ohne Fett. Also ich habe in dieser Diät ziemlich viel über mich und meinen Körper und meine Psyche gelernt. Vor allem über meine Psyche, aber auch über meinen Körper, also ungefähr gleich viel. Sehr, sehr interessant. Da werde ich natürlich, wie gesagt, einige Videos machen. Da freue ich mich schon drauf. Und Sonntag wird geil, da werde ich wieder vloggen. Natürlich muss ich schauen, dass die Kamera hier voll bleibt, weil ich ja vlogge und gleichzeitig Fotos damit mache, weil die einfach besser ist, auch als mein Spiegelreflex. Die muss ich mal sauber machen davor noch. Hallo, ich bin sehr nah. Jo. Ich lade sie einfach auf dazwischen, nach dem Training am Sonntag, weil es wird ja noch trainiert, Push 2 steht an und danach wird noch Cardio gemacht, dass ich so 5000 Schritte habe. Selbst am Fotoshootingstag wird nicht gerestet. Immer Vollgas weiter, so wie es sein muss. Ich freue mich drauf, Leute. Jetzt gehe ich ins Bett, nachdem ich das reingekaut habe, damit ich ein bisschen länger schlafen kann, weil ich hatte wieder nur 4 Stunden Schlaf diese Nacht. Gut, trotzdem irgendwie nicht müde. Mach die Diät, machen die fehlenden Kohlenhydrate. Mein Blutzuckerspiegel ist relativ konstant. Keine Peaks, keine Hochs, keine Tiefs. Und deshalb eigentlich relativ energiegeladen. Aber jetzt nicht so, wow, sondern eher so, cool. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Leute, haut's rein. Wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Vlog war nicht allzu langweilig. Kann nichts ändern. Ich habe gearbeitet, Diäten. Was soll ich sagen? Ich habe schon gesagt, der Plausch und das Plaudern kommt dann nach der Diät wieder. Ja. Leute, haut's rein. Danke fürs Zuschauen. Peace.